Und als ich das Klassenzimmer betrete, erwartet mich das Übliche. Hi Jenny. Yo. Oh Gott. Yo Sayori. Es sieht so aus, als wärst du in einer guten Stimmung heute. Oder als hättest du eine gute Laune heute. Ich bin immer noch nicht daran gewöhnt, dass du jetzt auch hier in diesem Club bist. Ach ja, verstehe. Das ist ja ein ziemlich einfaches Ding, dich in eine gute Laune zu bringen. Speaking of which, ich bin irgendwie hungrig. Würdest du mit mir kommen, um einen Snack zu kaufen? Nein, danke. Hä? Das sieht so gar nicht nach dir aus. Ich habe meine Gründe. Was? Was? Ah, jetzt verstehe ich. Sie wollte uns dazu bringen, dass wir mit ihr gehen. Und sie hat nicht genug Geld dabei und hätte uns dann fragen müssen, ob wir ihr einen Snack kaufen können. Also was zu essen. Deswegen wollten wir in ihren Geldbeutel gucken. Und da haben wir nur ein paar Cents gesehen. Also ein paar Centstücke. Wenn du genug Geld gehabt hättest, hättest du dir den Snack schon vorher holen können, bevor du hierher gekommen bist. Also bist du entweder gar nicht hungrig und wolltest nur eine Ausrede, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Oder du hast bereits all dein Geld ausgegeben und wolltest mich dann fragen, dass ich dir etwas leihen würde. Aber da ist noch etwas. Du bist immer hungrig. Also lässt das nur die eine Option übrig. Wah? Okay, ich gebe auf. Lass mich kein schlechtes Gewissen haben deswegen. Wenn du dich schuldig fühlst, dann verdienst du es wahrscheinlich auch schuldig, dich schuldig zu fühlen. Yuri fängt plötzlich an zu kichern. Hä? Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie zugehört hat. Und ihr Gesicht steckt wie üblich in ihrem Buch. Aha! Ich habe gar nicht zugehört oder irgendwie sowas. Es war nur etwas in meinem Buch. Oh. Yuri? Sagt Jenny, dass ich mir etwas Geld leihen kann. Das ist... zieh mich nicht damit rein, Sayori. Du solltest nur Dinge kaufen, die du dir auch leisten kannst. Und nachdem du so einen kleinen Stunt abgezogen hast, geschieht es dir nur recht, dass du jetzt hungern musst. Ja, das stimmt allerdings. Ich mag es wirklich, wenn du deine Meinung sagst, Yuri. Es passiert nicht oft, aber das ist eine lustige Seite an dir. Das ist... Da gibt es absolut gar nichts, dass du das so meinen würdest. Also so denken würdest. Hm.
läuft noch, das ist sehr gut. Ich habe ja auch wieder einen kleinen Blick auf mein OBS, dass noch alles gut ist. Lass sie dich nicht veralbern. Sayori weiß genau, was sie tut. Sie hat sogar euch erzählt, dass sie mich zum Club mitbringen würde, bevor sie es überhaupt mir erzählt hat. Aber du wärst überhaupt nicht gekommen, wäre es nicht für die Cupcakes gewesen. Also musste ich Natsuki irgendwie austricksen, dass sie machen würde. Hä? Was war das? Aus dem Nichts klatscht plötzlich irgendwas gegen Sayoris Gesicht. Au! Was war das? Hä? Ein Plätzchen. Oh, apropos Plätzchen. Ich habe hier auch neben welche stehen. Die hat meine Oma gebacken. Also es könnte sein, dass ich mich hier währenddessen irgendwann mal daran bediene. es ist ein gigantischer Cookie in Plastik eingepackt. Sayori sieht sich um. Ist das ein Wunder? Ah, Natsuki, natürlich. Ah, oh, sie hat Cookies gebacken, meine ich natürlich. Ahaha. Ich war gerade dabei, ihn dir zu geben. Sie freut sich darüber, dass Natsuki ihr den Cookie ins Gesicht geklatscht hat. Jeez, jetzt ess es doch einfach. Oh, gut. Ich habe mal auf meine Zunge gebissen. Ah, sie hat verschiedene Cookies gemacht. Ah, wie süß. Oh Mann. Monika ist nicht im Klassenzimmer oder im Clubraum. Wo ist Monika überhaupt? Gute Frage. Hat irgendjemand von euch heute was zu hören bekommen, dass sie spät dran sein wird? Ich nicht. Nein, ich auch nicht. Hm. Das ist etwas untypisch für sie. Ich hoffe, ihr geht es gut. Natürlich geht es ihr gut. Sie hat wahrscheinlich nur irgendwas zu tun gehabt heute. Sie ist ziemlich beliebt. Hä? Du denkst doch nicht, dass sie... She has a... Sie hat... Was? Haha, ich wäre nicht überrascht. Hä? Worum geht's? Plötzlich schwingt die Tür auf. Tut mir leid, tut mir so leid. Ah, da bist du also. Ich habe es nicht so gemeint, dass ich zu spät... Also ich habe nicht geplant, dass ich so spät bin. Ich hoffe, ihr wart nicht irgendwie besorgt oder so. Hä?
Ah, okay, sie haben gedacht, sie hätte einen Freund, hätte sich mit ihm getroffen oder so. Freund? Worüber zur Hölle sprichst du? Ne, vergiss es einfach. Was hat dich überhaupt aufgehalten? Meine letzte Stunde war Study Hall, was auch immer das heißen mag. Um ehrlich zu sein, ich habe einfach den Überblick über die Zeit verloren. Aha. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du hättest zumindest die Glocke hören müssen. Ich habe sie wohl nicht gehört, als ich Piano gelernt, geübt habe. Also Klavier. Klavier? Ich wusste gar nicht, dass du Musik, also dass du ein Instrument spielst, Monika. Ah, tue ich nicht, wirklich. Ich habe es nur seit kurzem, also ich habe es vor kurzem erst angefangen. Ich muss mal kurz nochmal saven. Ich wollte schon immer Klavier lernen. Das ist so cool. Du solltest irgendwann mal was für uns spielen, Monika. Das ist... Monika sieht zu mir. Irgendwann, wenn ich etwas besser werde, dann werde ich das tun. Yay! Das hört sich super cool an. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Wo ist mein Mauszeiger überhaupt? Es tut mir leid, Yuri. Ist das so? Ich habe so das Gefühl, Monika steht auf uns, aber ich will natürlich jetzt nichts irgendwie vorhersagen, also zu viel verraten. Ist im Kleiderschrank verschwunden. Jenny, Jenny. Sayori kommt auf einmal auf mich zu. Ich werde einige Utensilien aus einem anderen Klassenraum holen. Möchtest du mit mir kommen? Utensilien? Für was? Naja, du weißt schon, dieses Festival kommt, also ist bald. Monika und ich werden einige Poster und sowas dafür machen. Also brauche ich ein paar Textmarker, ein paar Klebestifte. Was heißen Crayons? Keine Ahnung. Ah, ich sehe. Na gut, also ich werde mit dir gehen. Yay! Monika, wir werden bald zurück sein. Du gehst also mit Jenny die Sachen holen. Oh, du musst dir keine du musst dir keine Gedanken darüber machen. Ich würde auch sehr gerne mit ihm gehen. Aber ich wollte mit ihm gehen. Es macht so viel Spaß, leere Klassenzimmer zu durchsuchen. Hehe, na gut, okay. Das war nur ein Vorschlag. Schaust du, ob du Posterpapier auch finden kannst, okay? Okay. Bist du bereit, Jenny? Yep, lass uns gehen. Sayori und ich verlassen den Clubraum. Ich folge Sayori. Nee, ich folge als Sayori Hans. Let's skip. Was? Es fühlt sich an, als würde ich ein kleines Kind zur
zum Center mitnehmen oder so. Eine Gedicht-Performance, also wo Leute ihre Gedichte vortragen. Ja, okay. Jeder wird auf die Bühne gehen und seine Lieblingsgedichte vortragen. Okay, das werde ich jetzt nicht übersetzen, weil ich keine Ahnung habe, was das übersetzt heißt. Ihr könnt es euch ja selbst übersetzen. Oh, wie sie schmollt. Okay, also wir betreten das leere Klassenzimmer. Sayori geht zu dem Schrank und ich folge ihr. Jetzt lass uns mal sehen, was wir hier haben. Crayons, was auch immer das ist. Ah, Crayons sind hier so Wachsmalstifte oder sowas. Und sie hat sich den Kopf angerannt. Und jetzt sitzt sie sehr komisch da. Oh. Huch, oh, ich hab's ausgemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Und da ist ein großer roter Fleck in der Mitte von ihrem Kopf, von ihrer Stirn. Und eine Beule ist gerade daran, sich zu bilden. Man, das wird ziemlich anschwellen. Ich sollte dir etwas Eis besorgen, Jenny. Wo würde ich überhaupt Eis finden um diese Zeit? Ich fühle mich schon okay damit, wie ein Einhorn auszusehen. Okay, wir suchen jetzt etwas Kaltes, was sie sich auf ihre Stirn legen kann.